Nach vielen Jahren war Orso auf Einladung der Sparkasse Offenburg-Ortenau mit A Sea Symphony wieder in der Ortenau zu hören. Das Konzert war das größte Chorprojekt der Geschichte Orsos, denn rund 250 Mitwirkende setzten dieses maritim-musikalische Highlight mit aller Leidenschaft um. Chor und Orchester des Orso Philharmonic unter der Leitung von Wolfgang Röse erhielten dazu Unterstützung vom Chor der Universität Island. Ja, wir veranstalten seit unserem Jubiläum Highlight-Konzerte. Und in jedem Jahr überlegen wir uns, was können wir Neues bieten, Attraktives. Kommunikation bereitet dann Vorschläge auf und dann sind wir relativ schnell auf Orso gekommen. Orso kommt ursprünglich aus der Ortenau, heißt ja auch Ortenauer Rocksinfonieorchester. Der Herr Röse ist ein gebürtiger Ortenauer, kommt aus Kippenheim. Orso ist auch Kunde der Sparkasse und die waren schon längere Zeit nicht mehr in der Region. Vor ausverkauftem Haus eröffneten die Orso Philharmoniker mit La Mer von Claude Debussy das exklusive Konzert für die Sparkassenkunden. Auf hochromantische Weise ging es nach der Pause weiter. A Sea Symphony beschrieb die Weiten des Ozeans, das Schicksal der Seefahrer, tobende Naturgewalten und nicht zuletzt die Frage nach dem ewigen Leben. Es glänzten dabei nicht nur die beiden Solisten Eva Rideen und Gunnar Schiereich, sondern allen voran Chor und Orchester und der charismatische Dirigent Röse. Zu Recht gab es am Ende Standing Ovations vom Publikum. Das Thema war wunderbar im Vergleich zu einer Seefahrt. Man hat so richtig hineinfühlen können, vom leichten Wind bis zum Sturm, wie das Schiff in schwerer Seenot war und von der musikalischen Seite her sehr, sehr schwierig und gekonnt vorgetragen. Interessant war auch der Chor. Es war ein wunderbares Erlebnis. Also ich bin total beeindruckt, wir alle eigentlich hier. Und also was ich toll finde, dieses Voluminöse, dieses Ganze mit den Sängern und auch das Orchester und die Sängerin natürlich auch, und das, also erstklassig.